Ja, das Jazz-Seminar Schönbach gibt es seit 2007 und ist ein Workshop mit Ensembleunterricht und Instrumentalunterricht. Dazu gibt es noch allerhand zusätzliches Angebot, wie zum Beispiel die Akustik-Session oder ein Kirchenkonzert. Es gibt das Referentenkonzert am Anfang, es gibt das Abschlusskonzert der Teilnehmer und Teilnehmerinnen zum Schluss. Es gibt ein Fußballmatch mit musikalischer Begleitung ins einheimische Fußballteam. Und ja, was Schönbach ausmacht, nach meinem Gefühl geht es in Schönbach eigentlich darum, eine Woche lang Musik zu machen in einer Atmosphäre, in einer Wohlfühlatmosphäre, wo alles möglich ist oder wo fast alles möglich ist. Wo eine Gemeinschaft entsteht, eine wohlwollende und wertschätzende Gemeinschaft, wo es eben nicht darum geht, was wer jetzt kann und wer besser ist oder wer schlechter ist, sondern wo jeder akzeptiert wird und gemocht wird mit dem, was er kann und was er ist. Daraus entstehen zum Beispiel auch solche Sachen wie in der Schulküche ein gemeinsames Kochprojekt, wo sie also die Studenten und Studentinnen zusammentun und gemeinschaftlich kochen und sie selbst organisieren und ja, auch dort einen Spaß haben. Ja. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass beim Jazz-Seminar auch einen Kurs gibt, der Electronic Playground heißt. Das heißt, da wird mit elektronischer Musik gearbeitet. Und das macht der Herr Fleischmann schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich und sehr, sehr leibend einfach. Die Teilnehmer sind ganz untergekommen aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. Es gibt Musikstudenten, es gibt Unternehmer, es gibt Junge, es gibt Alte. Also die Range im Alter ist von 16 bis 60, sage ich mal, jetzt aus dem Bauch heraus. Und das Schöne ist, dass sich das eben alles ausgeht. Ja. Das Herzstück ist das Bierwerk. Da gibt es jeden Abend Sessions. Da können die Studenten und Studentinnen mit den Referenten spielen und umgekehrt. Da wird gejammt bis in den frühen Morgen. Und da ist ja keiner zu schade, jetzt mit jemand anderem zu spielen. Ja, die Musik, die in den Ensembles entsteht, wird meistens akkreiert in dieser Woche. Das heißt, da gibt es jetzt keine Vorgaben oder keine Noten, das spielen wir jetzt, sondern die Studenten und Studentinnen entwickeln gemeinsam. Am letzten Abend dann in einem fulminanten Abschlusskonzert wird es dann dargeboten. Yeah.
Ja, Schönbach ist im tiefsten Waldviertel, gar nicht so leicht dort hinzukommen. Und genau das ist aber vielleicht auch das Schöne, weil wir sind da in einem kleinen Ort, in einem geschützten Raum, wo wir unsere Musik entfalten können und wo wir mittlerweile auch die Resonanz aus der Gemeinde irgendwie zurückkriegen. Es gibt schon einige Teilnehmer aus der Gegend und auch sehr viele wohlwollende Menschen, die da leben und sich jedes Jahr freuen, dass wir da wieder sind und unsere Musik machen können. Also Herr Trainer von Squadra Cesoni. Squadra Cesoni, ja. Wie ist die erste Halbzeit verlaufen für Sie? Die erste Halbzeit war eigentlich sehr zufriedenstellend. Wir sind in Führung gegangen, verdient würde ich sagen. Und haben dann etwas unverdient den Ausgleich bekommen, obwohl das gegnerische Team sehr gut heute ist, muss ich sagen. Also große Verbesserung zum letzten Jahr. Aber bei uns ist halt das Herz riesengroß. Und das merkt man auch, dass bei der Spielfreude und bei den Spielzügen und wie wir da mitgehen, das ist einfach da unvergleichlich. Ich glaube, da kann Schönbach einiges lernen. Da hinten sehe ich gerade Ihren Spieler, Herrn Bernhard. Fleischmann, ja. Wie sind Sie mit zufrieden ihm bin mit der Leistung? Ganz okay zufrieden. Er hat das Deal gemacht. Hat ein wunderschönes Foul provoziert. Und ist eigentlich besser, als ich erwartet habe. Also, sehr gut, aber Danke. Das ist in der Halbzeit natürlich, also wenn er nicht weiter gescheit spielt, nicht mehr im Aussehen. Also er kann eigentlich wieder gehen jetzt.